Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute schauen wir uns die besten Kaffee-Vollautomaten von 2021 an. Ich habe diese Liste nach meiner persönlichen Meinung erstellt und versuche dir hier zu helfen, das beste Produkt für dich zu finden. Um den aktuellen Preis zu sehen und noch mehr über die Vollautomaten zu erfahren, kannst du gerne mal die Links in der Beschreibung unter diesem Video abchecken. Bevor wir anfangen, habe ich noch eine Frage an dich. Welche Kaffeemaschine benutzt du denn aktuell und kannst du diese empfehlen? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Fangen wir an mit Nummer 5, der Krups Essential EA8108, die günstigste Maschine in diesem Vergleich. Wer auf die Gimmicks von teuren Maschinen verzichten kann, erhält mit der Krups einen sehr kompakten Kaffeevollautomaten, der in Handling und Geschmack überzeugt. Die Maschine lässt sich so gut wie überall aufstellen und nimmt nur sehr wenig Platz in Anspruch. Das Gerät hat einen leicht zu entnehmenden Wassertank für immerhin 1,8 Liter. Mit 1400 Watt Leistung bewegt sich die Krups in gleicher Liga wie Vollautomaten, für die man doppelt so viel in die Tasche greift. Der Bohnenbehälter des Automaten umfasst 275 Gramm. Das Bedienkonzept ist einfach, aber effektiv. Für die Zubereitung nutzt man einen multifunktionalen Drehknopf, mit dem sich beispielsweise auch Espresso verlängern lassen. Stärke, Wassermenge und Temperatur können individuell bestimmt werden. Was bei diesem Kaffee-Vollautomaten jedoch fehlt, ist ein Display, der persönliche Einstellungen speichern kann. Außerdem kann die Maschine ohne große Schwierigkeiten sauber gehalten werden. Sie verfügt über ein automatisches Reinigungs- und Pflegeprogramm. Die Brühgruppe muss nicht entnommen werden, was den Vorgang wesentlich erleichtert. Einziges Manko, sie arbeitet nur mit ganzen Bohnen, eine Öffnung für fertiges Kaffeepulver gibt es nicht. Das Doppelmahlwerk funktioniert tadellos, ist jedoch ein wenig laut. Cappuccino und Milchkaffee wird direkt in der Tasse zubereitet. Damit sind wir bei Nummer 4, dem De'Longhi Magnifica S Ekam 230-13B, unser Bestseller im Vergleich. Mit dem Magnifica S Ekam 2210B von De'Longhi lässt sich jetzt auch zu Hause perfekter Espresso, Cappuccino oder Latte Macchiato brühen. Der kompakte Kaffee-Vollautomat ist im Handel für weniger als 300 Euro erhältlich und überzeugt mit Ausstattungsmerkmalen, wie man sie sonst nur von Modellen im höheren Preissegment kennt. Das Gerät besitzt ein 13-stufiges Kegelmahlwerk und eine Brühgruppe, die für die Reinigung komplett herausgenommen werden kann. Unter dem Auslauf mit einer Höhe von 13 cm finden auch große Latte Macchiato Gläser noch ausreichend Platz. Der Vollautomat bietet uns außerdem einen 1,8 Liter Wassertank und eine Leistung von 1450 Watt. Der Bohnenbehälter umfasst hier 250 Gramm. Der Magnifica SE Cam ist einer der derzeit günstigsten Kaffee-Vollautomaten auf dem Markt. Bei Amazon ist er der Bestseller Nummer 1 und zeichnet sich vor allem durch die einfache und intuitive Bedienung aus, mit der auch weniger technikaffine Menschen gut zurechtkommen können. Trotz des relativ geringen Preises ist die Maschine mit ausgeklügelten Features wie der komplett entnehmbaren Brühgruppe oder der integrierten Milchaufschäumdüse ausgestattet. Zudem bietet uns der Magnifica S eine moderne Optik mit Edelstahlelementen, dank der die Maschine in der Küche zu einem Hingucker wird. Die De'Longhi Magnifica S Ekam ist ein solides Einsteigergerät mit einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis, für das es von uns eine klare Kaufempfehlung gibt. Platz 3. De'Longhi Primadonna Class Ekam 550-65W, der Vollautomat mit den meisten Kaffeesorten. Die Primadonna Class Reihe überzeugt gleich auf mehreren Ebenen. Die besten Kaufargumente sind das kompakte Design, das große Farbdisplay mit Touchbedienung, ein aktiver Tassenwärmer, einstellbare Nutzerprofile und das leise Edelstahlmahlwerk mit 13 Stufen. Vor allem überzeugt die Reihe aber durch die große Getränkevielfalt. So bietet uns der Primadonna Class Ekam 550-65W Kaffeevollautomat 13 voreingestellte Getränke zur Auswahl an. Der Wassertank der Maschine umfasst 2 Liter und die Kapazität des Bohnenbehälters 360 Gramm. In puncto Bedienung profitiert man beim De'Longhi Primadonna Class vom großen Farbdisplay mit seinen gut erreichbaren Touch-Bedienflächen. Die Menüführung ist ebenfalls sehr gut gelöst, alle wichtigen Einstellungen werden direkt auf dem Display präsentiert. Alternativ kann man den Primadonna Class auch über die Kaffee-App von De'Longhi bedienen. Die Reinigungsautomatik zeigt an, wenn Teile gesäubert oder geleert werden müssen. Mit den selbstständig durchgeführten Reinigungsprogrammen greift euch die Maschine außerdem sehr hygienisch unter die Arme. Alle Teile, die mit Kaffee, Milch oder Wasser in Berührung kommen, kann man auch sehr einfach ausbauen und abspülen. Der Primadonna Class gehört zu den preisintensiveren Kaffee-Vollautomaten von De'Longhi, ist ihrem Preis aber alle Male wert. Der Automat ist äußerst hochwertig, bietet viele Getränke und Einstellmöglichkeiten und produziert tollen Espresso und Milchschaum.
die Philips 3200 Serie EP324350, der beste Kaffeefeuerautomat unter 500 Euro. Der Philips 3200 Serie EP324350 bietet uns mit 5 Sorten weniger Auswahl als der letzte Automat, kann aber durch viele andere Features überzeugen. Der Philips Kaffeefeuerautomat ist einfach einzurichten und kann innerhalb von wenigen Sekunden unter fließendem Wasser oder in der Spülmaschine gereinigt werden. Das intelligente Brühverfahren ermöglicht köstlichen Geschmack und Kaffeegenuss aus frischen Bohnen in optimaler Temperatur ab der ersten Tasse. Durch das intuitive Touchfeld ist die Kaffeeauswahl schnell und einfach getroffen. Das 12-stufige Scheibenmahlwerk aus 100% Keramik ist extrem hart und präzise und bietet langanhaltende Leistung für mindestens 20.000 Tassen. Die Leistung des Automaten liegt bei 1500 Watt. Für etwa 12 mittelgroße Tassen, a 150 Milliliter, reicht der einfach befüll- und reinigbare Wassertank mit 1,8 Litern alle Male aus. Der Bohnenbehälter der Maschine kann bis zu 270 Gramm an Bohnen aufnehmen. Dank der patentierten Aqua Clean Technologie ist bei regelmäßigem Filterwechsel eine Entkalkung erst nach 5000 Tassen notwendig. Die vollständig herausnehmbare Brühgruppe lässt sich leicht unter fließendem Wasser reinigen. Um Strom zu sparen, hat der Vollautomat außerdem eine Energiesparstufe, eine Abschaltautomatik sowie eine Standby-Funktion. Diese helfen dabei, den Energieverbrauch zu reduzieren. Durch diese Funktion und sein allgemein sehr leichtes Handling ist der EP324350 unser persönlicher Sieger unter 500 Euro. Kommen wir zur letzten Maschine der Philips 2200 Serie EP223140, unserem Preis-Leistungssieger. Der Philips EP223140 Latte Go besitzt einen integrierten Cappuccinator, der sich sehr einfach an einen Milchbehälter anschließen lässt und zum automatischen Milchaufschäumen genutzt werden kann. Dadurch sind neben normalem Kaffee auch Cappuccino und Latte Macchiato mit der Maschine möglich. Die Bedienung des Geräts erfolgt bequem über ein Touchscreen, sodass man jederzeit eine übersichtliche Darstellung der gewünschten Einstellungen vor sich hat. Da das Mahlwerk aus Keramik besteht, wird beim Mahlvorgang zudem weniger Hitze erzeugt als bei Edelstahlmahlwerken und damit das Aroma des Kaffees kaum beeinträchtigt. Um den Kaffee nach den individuellen Wünschen zuzubereiten, lassen sich verschiedene Einstellungen, wie beispielsweise der Mahlgrad der Kaffeebohnen, anpassen. Im Gegensatz zu anderen Kaffeevollautomaten besitzt die Philips EP223140 zudem einen recht großen Bohnenbehälter mit einem Fassungsvermögen von 275 Gramm. In den Wasserbehälter passen 1,8 Liter und bei der Leistung bekommen wir beim Philips EP223140 1500 Watt geboten. Von den Kunden wird der Vollautomat vor allem als sehr intuitiv und pflegeleicht beschrieben. Mit unter 400 Euro ist er bei all diesen Funktionen unser klarer Preis-Leistungssieger. Um den aktuellen Preis der Maschinen zu sehen und noch mehr über die Vollautomaten zu erfahren, kannst du wie gesagt gern mal die Links in der Beschreibung unter diesem Video auschecken. Haben wir eine Maschine vergessen? Lass es uns gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.